Ihr wisst sowieso alle, was kommt, so ihr zuhört. Dann brauche ich auch gar nicht viel mehr zu sagen. Ich hatte gedacht, ich müsste noch lauter Sachen erzählen. Mache ich nicht, vielleicht noch, weil wir unter uns sind, eine kurze persönliche Schote, weil ich in dem Ankündigungstext von dir gelesen habe, dass es auch um Kampagnen wie Keine Macht den Drogen geht, im weiteren Sinne. Okay, ich bin mal mit so einem T-Shirt rumgelaufen, Keine Macht den Doofen, in Westafrika. Und da kamen immer wieder Jugendliche auf mich zu und meinten, oh, Klinsmann. Ja, ich weiß nicht, brauchen wir das Mikro? Versteht ihr mich auch so? Okay, dann halt mit Mikro. Ja. Mein Name ist Steffen Geier, ich bin im Deutschen Hanfverband aktiv und im Bündnis Hanfparade früher aktiv gewesen. Bin jetzt 28 und seit 2000 drogenpolitisch aktiv. Ich möchte euch heute ein bisschen was über Lobbyarbeit im Drogenpolitischen erklären. Erstmal so prinzipiell, was ist Lobbyarbeit und welche Formen von Lobbyarbeit gibt es da? Und dann speziell am Beispiel Hanfparade und Deutscher Hanfverband, also den beiden Organisationen, mit denen ich zu tun habe. Welche unterschiedlichen Konzepte gibt es da und wie unterscheiden sich die Mittel und was sind die Vor- und Nachteile der ganzen Geschichte? Der Brockhaus sagt, dass ein Lobbyist eine Person ist, die im Auftrag eines Dritten oder im Rahmen eines Dienstvertrages Lobbying durchführt. Ist eine schöne Erklärung, weil die wichtigsten Wörter nicht erklärt werden, nämlich was ist eigentlich Lobbying? So prinzipiell ist Lobbyismus eine Form der Interessenvertretung in der Politik, die außerhalb der normalen parlamentarischen Ordnung stattfindet, also außerhalb von Parteien organisiert ist, nicht in Parlamente gewählt wird und ähnliche Sachen. Und das Ziel einer Interessenvertretung, die sich Lobby nennt, ist, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Erstmal so ganz wertneutral, da gibt es relativ viele unterschiedliche Organisationen, vom Kaninchenzüchterverein bis hin zum, weiß ich nicht, Befürworter der Todesstrafe oder ähnliches. Der Begriff Lobby geht ursprünglich auf die Vorhalle des Parlaments zurück. Da standen nämlich früher die Interessenvertreter von verschiedenen Gesellschaftsgruppen und haben die Abgeordneten beim Betreten und Verlassen des Gebäudes daran erinnert, dass sie abgewählt werden können, so ein bisschen Erpressung gemacht oder ihnen Vorteile angeboten, wenn bestimmte Entscheidungen in bestimmter Weise gefällt werden. Heutzutage würde man Bestechung sagen. Genau dieses Problem hat auch dazu geführt, dass die Lobbyisten in der modernen Zeit ein relativ schlechtes Image haben, weil es immer wieder Probleme gibt, was ist legitime Verbreitung von Informationen und was ist illegitime Einflussnahme auf Entscheidungsträger. Ganz klassisches Beispiel ist, ein Ärztekongress muss nicht unbedingt auf Hawaii stattfinden, aber es hilft dann doch, die Meinung der Ärzte in Richtung eines bestimmten Pharmaunternehmens zu denken zum Beispiel. Wenn man einen vernünftigen Urlaub geschenkt kriegt, dann hat das ja einen Einfluss darauf, wie ich das Unternehmen empfinde und wie ich den Lobbyisten empfinde. Die Mittel haben sich heutzutage ein bisschen geändert. Also Lobbyismus wird bei weitem nicht mehr so aggressiv betrieben wie zum Beispiel noch Anfang des Jahrhunderts. Das liegt daran, dass es mehr und mehr Versuche gibt, das demokratisch zu kontrollieren, wie Lobbys arbeiten. Ein gutes Beispiel dafür ist das Lobbyverzeichnis des Deutschen Bundestages. Jeder, der da drin steht, ist offiziell Lobbyist und wird dann auch von den Parlamentsmitarbeitern als solcher behandelt. Das hat wenig Vorteile, außer dass man halt sagen kann, hier, du musst mit mir sprechen, ich bin ein eingetragener Lobbyist. Es hat den großen Nachteil, dass alle wissen, dass man Lobbyist ist. Wir beim Deutschen Hanfverband versuchen das, dieses schlechte Image gleich mal ein bisschen zu einem Vorteil umzukehren, indem wir mit dem Lobbyistentum ganz offen umgehen und sagen, wir sind die Hanflobby in Deutschland, Hanf braucht eine Lobby, alle anderen Rauschmittel haben bereits eine Lobbyvertretung, die Pharmaindustrie hat ganz mächtige Lobbyunternehmen, warum sollen nicht die kleinen Hanfkonsumenten sich auch professionell organisieren und quasi auf Augenhöhe mit den Pharmakonzernen agieren wollen. Die Lobbypolitik unterscheidet man daran, an wen sie sich richtet. Da gibt es einmal die direkte Lobbypolitik, also direkte Gespräche mit Politikern,
Einreichen von Gesetzesvorlagen in die politische Diskussion. Der Deutsche Handverband schreibt zum Beispiel gerne mal eine kleine Anfrage und gibt die den Grünen, damit die weniger Arbeit haben und am Ende das gefragt wird, was für uns als Lobby von Interesse ist. Es gibt aber auch die indirekte Lobbyarbeit, die richtet sich in der Regel an Medienvertreter, also Presse, Fernsehen, Rundfunk. Und dann versucht man über die Reichweite dieser Medien A, Politiker zu erreichen, aber B, auch die Wählermehrheit dazu zu kriegen, dass sie bestimmte Informationen erhält, auf eine bestimmte Art denkt und letztendlich auch eine bestimmte politische Entscheidung befördert. Was ist nun Lobbyarbeit in der Drogenpolitik? Da muss man erstmal ganz einfach anfangen. Was ist eigentlich Politik? Politik kommt von dem griechischen Begriff Polis, Stadt oder Gemeinschaft. Also Stadt ist heutzutage vielleicht ein bisschen zu eng gesehen. Damals war die Stadt nicht nur die Häuser mit einer Mauer ringsrum, sondern auch das Agrarland, was nötig war, um die Stadt zu versorgen. Deshalb ist Polis heute eher mit Kommune, Gemeinschaft zu verknüpfen. Und Politik wird heute verstanden als ein vorausberechnendes, auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtetes Informationsverhalten. Ganz klassisch kennt das ja jeder über Wahlen und Parlamente. Die verschiedenen Parteien kommunizieren ihre Ziele und versuchen dann für diese Ziele bestimmte Wählergruppen zu gewinnen, damit sie die politische Macht haben und ihre Ziele umsetzen können. So ähnlich arbeiten wir auch, nur dass bei Lobbyisten in der Regel nicht gewählt wird. Man kann die Drogenpolitik dann bezeichnen als die Politik, die sich mit rauschwirksamen Substanzen beschäftigt. Das müssen nicht zwingend rauschwirksame Substanzen sein, es können auch solche sein, die man dafür hält. Also wenn es beispielsweise eine Kampagne gäbe für das Verbot der Banane, weil irgendein Politiker mal gelesen hat, dass man getrocknete Bananenschalen rauchen kann und davon ganz komisch wird, dann wäre es die Aufgabe eines Drogenlobbyisten, auch für die Banane tätig zu sein, selbst wenn die keinerlei Rauschwirkung entfaltet. Ziel der Drogenpolitik ist dann immer Einflussnahme auf die Normierung des Verhaltens der Politik hinsichtlich der Konsumenten und der Substanzen. Primär geht es uns um die Konsumenten. Also wir versuchen, die Regeln zu beeinflussen, die für die Konsumenten von rauschwirksamen Substanzen gelten. Da gibt es verschiedene Arten, Lobby- und Drogenpolitik zu betreiben. Das kann man einmal darüber abgrenzen, an wen richtet sich die politische Bemühung. Also welche Adressaten hat die Arbeit? Da gibt es im Großen einmal die humane Drogenpolitik, also eine Drogenpolitik, die sich direkt an die Konsumenten und Angehörige wendet. Die beschäftigt sich in erster Linie damit, aufzuklären über die Möglichkeiten und Risiken des Konsums, Safer-Use-Regeln zu vermitteln oder Hilfe anzubieten, wenn irgendwelche problematischen Konsummuster auftreten oder der klassische Fall Probleme mit der Justiz entstehen. Ein Beispiel, das sicherlich jeder kennt, sind Drogenberatungsstellen. Die betreiben ganz klassisch humane Drogenpolitik im Sinne von auf den Menschen angerichtet. Und es gibt Leute wie mich, die betreiben eher legislative Drogenpolitik. Das heißt, wir versuchen, die Konsumenten nur so am Rande zu beackern und in erster Linie die gesetzlichen, moralischen Normen zu ändern, um damit zu ermöglichen, dass möglichst konfliktarmer Rauschmittelkonsum in der Gesellschaft möglich ist. Klassisches Beispiel für solche Lobbyunternehmen ist zum Beispiel der Verband der Zigarettenindustrie, die ganz massiv darum kämpfen, dass Werbung für Tabakprodukte weiter erlaubt ist, dass Rauchen nicht geächtet wird, beispielsweise übertriebenen Nichtraucherschutz verhindern, solche Sachen. Die Pharmalobby ist auch ein ganz klassisches Beispiel, die kämpft in erster Linie darum, die Regeln für ihre eigenen Produkte möglichst niedrig zu halten, Zulassungsnormen und die nötigen Tests, bevor man ein neues Medikament auf den Markt bringt. Die kämpft aber auch darum, Haftungsfragen zu klären, was passiert, wenn so beispielsweise durch Kontergan Kinder geschädigt werden, wer ist dann haftbar? Das sind Fragen, mit denen sich die legislative Drogenpolitik beschäftigt. Eine andere Möglichkeit, Drogenpolitik abzugrenzen, ist die Zielrichtung. Da gibt es zwei große Richtungen. Das eine ist die prohibitive Drogenpolitik, also eine Drogenpolitik, deren Ziel eine drogenkonsumfreie Gesellschaft ist. Das ist heutzutage sowas wie die herrschende Meinung. Es ist aber in der Geschichte nicht unüblich, dass das eine Mindermeinung ist.
Ich persönlich halte eine drogenfreie Gesellschaft auch für eine Utopie, der nachzurennen eine Zeitverschwendung ist, weil es in der Geschichte der Menschheit noch keine Zeit gab, in der eine drogenfreie, eine rauschfreie Gesellschaft irgendwo verwirklicht worden wäre. Ganz klassische Methoden der prohibitiven Drogenpolitik sind so Sachen wie keine Macht den Drogenkampagnen, also relativ plakative Forderungen, weil es sehr schwer ist, die Ziele prohibitiver Politik mit vernünftigen Argumenten zu erklären. In aller Regel ist es so, dass bei Argumentationen, Diskussionen von Angesicht zu Angesicht die prohibitive Politik scheitert, weil die Argumente, die dafür sprechen, einfach nicht gut sind. Und dann gibt es als Gegenteil dazu, da könnte man jetzt sagen, die legalisierende Drogenpolitik, aber eigentlich ist es eher eine hedonistische Drogenpolitik, also eine Politik, die davon ausgeht, dass Rausch nicht in erster Linie Gefahr ist, sondern eine Möglichkeit, eine Chance für den Menschen, mit seiner Umwelt besser zurechtzukommen. Ein Ziel dieser Politik ist in erster Linie wieder der konfliktarme Drogenkonsum oder aber als Endziel dann die Legalisierung von bestimmten Substanzen. Klassisches Beispiel für solche Arten von Drogenpolitik ist zum Beispiel der Bond van Cannabis Detailisten, BCD aus den Niederlanden, also der Fachverband der Cannabishändler, in dem die Coffeeshops organisiert sind. Oder aber der Law Enforcement Against Prohibition aus den USA. LEAP ist eine große Organisation, in der Staatsanwälte und Polizisten und Richter und sowas organisiert sind, die aktiv gegen die Drogenkriminalisierung vorgehen und sagen, wir dürfen die Gerichte nicht mehr mit so einer Kleinstkriminellen überlasten. Die Prohibition bringt mehr Probleme, als sie vorgibt zu lösen. Die Organisationen, in denen ich bisher gearbeitet habe, also Hanfparade, Deutscher Hanfverband und ähnliches, sind primär legislativ-hedonistische Organisationen. Das heißt, wir haben versucht, die Gesetze zu ändern hinsichtlich einer niedrigeren Regelungsschwelle und hinsichtlich einer Legalisierung von Drogen. Für meinen speziellen Fall ist das jetzt Cannabis. Privat kann ich durchaus auch nachvollziehen, dass man andere Drogen legalisieren möchte, aber in der Öffentlichkeit ist es sehr schwer zu vermitteln, dass ein legaler Heroinmarkt Möglichkeiten bietet, die das Heroinverbot nicht bietet. Deshalb halte ich es mit vielen anderen für einen sinnvollen Schritt, sich erstmal auf Cannabis zu konzentrieren und am Beispiel Cannabis zu zeigen, dass Legalisierung ein sinnvoller Schritt sein kann. Wenn das als Fernziel mal gelingen sollte, dann kann man sich immer noch damit beschäftigen, die Regeln, die man bei Cannabis angewendet hat, analog auch auf andere Rauschmittel anzuwenden. Sicherlich fragt sich der eine oder andere, warum sucht man sich jetzt ausgerechnet die Drogenpolitik aus? Gibt es nicht wichtigere Probleme, Arbeitslosigkeit, den Welthunger, was weiß ich? Und die klassische Motivation für Leute, in der Drogenpolitik tätig zu werden, ist das persönlich erfahrene Unrecht. In meinem Fall war es zum Beispiel so, dass ich 1997 in Nürnberg zur falschen Zeit auf dem Bahnhof war und da in eine Drogenrazzia gekommen bin. Und das war für mich das Schlüsselerlebnis, bei dem ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass du diese Zustände, das Cannabisverbot einfach hinnimmst. Du musst jetzt irgendwie aktiv werden. Es gibt aber auch eine ganz andere Motivation. Das geht mehr so in die Richtung, die auch Ärzte und Krankenschwestern haben. Also die Motivation, ich möchte Menschen helfen, wenn sie Probleme haben. Das ist eine ganz klassische Motivation von Harm Reduction Organisationen, Drogenberatungsstellen und ähnliches, finden ihre Mitarbeiter über Leute, die Menschen helfen möchten. Die müssen nicht zwingend persönlich betroffen sein. Vielfach reicht da auch, dass im familiären Umfeld jemand mit Drogenproblemen abgestürzt ist, oftmals bis hin zum Tod. Ein kleiner Teil der Drogen.
Hallo. Gut, dann probieren wir es nochmal mit dem Mikro. Ich hoffe, das Kind muss nicht wieder schreien. Die ist die Frage, wie organisieren sich drogenpolitische Menschen? Also welche Strukturen wählt man, um drogenpolitisch aktiv zu sein? Und da bietet sich das sehr gut an, das am Beispiel der zwei Organisationen zu machen, mit denen ich zu tun habe, weil sie fast symbolhaft für die verschiedenen Organisationsstrukturen stehen. Das eine ist der Verein als Interessenvertretung mit einer sehr flachen Hierarchie, mit demokratischen Strukturen. So ist zum Beispiel die Hanfparade früher aufgebaut gewesen. Da gibt es dann einen Verein, der bestimmte politische Ziele verfolgt, die sich auch in die Satzungen schreibt und der dann an seine Ziele in der Satzung gebunden ist. Der große Vorteil einer Vereinsstruktur ist, dass man relativ geringe Kosten hat, weil man über Steuervorteile viele Leute dazu bringen kann, sich finanziell zu beteiligen. Spenden an eingetragene Vereine sind zum Beispiel von der Steuer absetzbar und Mitgliedsbeiträge ebenso. Und darüber kriegt man dann gelegentlich nochmal Leute, die eigentlich nicht politisch aktiv werden wollen, aber noch irgendein Ding für ihren Steuerberater brauchen. Ein zweiter großer Vorteil von Vereinen ist die niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeit. Das heißt, zu einem Verein kann im Prinzip jeder gehen. Da muss man noch nicht mal Deutscher dafür sein und sagen, ich möchte mitarbeiten. Bitte sagt mir, wie ihr hier organisiert seid und was ich machen kann. Und ich kenne keinen Verein, der dann sagt, geh wieder weg, wir brauchen keine Unterstützung. Ein weiterer Vorteil, der damit eng verknüpft ist, ist es sehr leicht, aus Vereinen wieder rauszukommen, wenn man sich nicht dafür entschließt, innerhalb dieser flachen Hierarchie eines Vereins, die Vorstand und Mitglieder ist in der Regel, dann nach oben in der Hierarchie zu wechseln. Einfache Mitglieder können jederzeit austreten oder einfach nicht mehr kommen. Da gibt es dann keine Handhabe des Vereins dagegen, wenig Möglichkeiten, Zwang auszuüben. Außerdem ist ehrenamtliches Engagement, was in Vereinen üblich ist, also unbezahlte Arbeit, dem schlechten Image von Lobbyisten dann wiederum ein bisschen förderlich. Wenn man sagen kann, ich arbeite hier unbezahlt, dann bringt das die Leute eher dazu zu überlegen, warum macht er das? Ist die Motivation so stark, dass er sogar unbezahlt arbeitet, was ja in der Gesellschaft heute nicht mehr üblich ist? Der große Nachteil eines Vereins liegt in den gesetzlichen Vorschriften für Vereine. Die führen dazu, dass man ein relativ strenges Regelwerk hat und viele Formalien einhalten muss, damit die Vereinsarbeit weitergehen kann. So müssen zum Beispiel Vorstandsänderungen notariell beglaubigt werden und Satzungsänderungen müssen auf großen Mitgliedervollversammlungen beschlossen werden. Das ist dann sehr schwer, kurzfristig auf aktuelle Ereignisse zu reagieren. Es sei denn, man hat genau diesen Fall schon vorher vorgesehen und stattet den Vorstand zum Beispiel mit den nötigen Rechten aus. Das größte Problem von solchen Vereinen ist aber die mangelnden Möglichkeiten, die Mitarbeiter zu motivieren, wenn es mal Krisen gibt. Beispiel der Hanfparade kann ich das sehr gut erklären. Wir haben immer direkt vor und direkt nach der Hanfparade so eine Schwemme von Leuten, die mitarbeiten wollen, weil es da greifbare Ergebnisse der Arbeit gibt. Aber in den dunklen Monaten im Winter und im Frühling ist es sehr schwer, die Leute dazu zu kriegen, zu arbeiten, ohne dass man tagtäglich sieht, was man geschafft hat. Da müssen dann viele Anrufe gemacht werden, die ins Nichts führen, oder man schreibt Briefe, die kein Mensch beantwortet tausende E-Mails, ohne mit den Leuten jemals direkt in Kontakt zu kommen. Das ist ziemlich demotivierend und es ist schwierig, innerhalb des Vereins sich dann gegenseitig immer wieder so weit hochzuziehen, dass man auch morgen noch arbeiten kann. Insbesondere in der Drogenpolitik haben Vereine dann auch noch ein finanzielles Problem. Also es gibt relativ wenige Steuerberater, Finanzbuchhalter und Ähnliches, die sich in Vereinen engagieren. Verständlicherweise wollen die in ihrer Freizeit nicht auch noch das machen, was sie in ihrer Arbeitszeit machen. Der Bäcker geht ja auch nicht nach Hause und macht erstmal ein Brot in den Ofen. Deshalb haben drogenpolitische Vereine vielfach das Problem, dass nach 2-3 Jahren auffällt, dass derjenige, der sich eigentlich um die Finanzen kümmern sollte, das hat schleifen lassen. Und dann ist der Verein stets am Rande des Kollaps, oft aber auch schon den Schritt weiter und muss dann aufgelöst werden, weil die finanziellen Möglichkeiten des Vereins relativ eingeschränkt sind. Gerade wenn es darum geht, kurzfristig neues Kapital zu generieren, haben Vereine Schwächen.
Die andere Organisationsform für Lobby-Sachen ist die klassische Firma, also ein Unternehmen, das im Auftrag seiner Kunden Politik betreibt. Sowas macht der Deutsche Hanfverband zum Beispiel. Wir haben viele Unternehmen aus der Hanfbranche angesprochen und dazu gewonnen, uns einen jährlichen Betrag zur Verfügung zu stellen, ihre Mitgliedsgebühr. Und mit dieser Mitgliedsgebühr können wir im Prinzip machen, was wir wollen. Wir legen unseren Mitgliedern und Sponsoren natürlich Rechenschaft ab, weil wir als Firma ein Interesse haben, dass Kunden von heute auch morgen noch Kunden sind. Aber die haben viel weniger Möglichkeiten, die direkte Arbeit zu beeinflussen im Vergleich zu einem Verein. Bei einem Verein wird durch die demokratischen Strukturen sichergestellt, dass möglichst jeder, der möchte, an den Entscheidungsprozessen beteiligt ist. Bei einer Firma gibt es klassischerweise einen Chef, der die Entscheidungen fällt, der die Entscheidungen dann auch alleine nach außen vertreten muss. Während man bei einem Verein dann immer noch sagen kann, haha, ich bin es gar nicht gewesen, das sind ja ganz viele andere Leute, die da auch Ja gesagt haben. Der Vorteil so einer kapitalistisch orientierten Firmenstruktur ist die Tatsache, dass so eine Firma sehr schnell auf Veränderungen reagieren kann. Wenn beispielsweise morgen ein Gesetzesvorschlag eingebracht werden würde, um die geringe Menge abzuschaffen, dann könnte eine Organisation wie die Hanfparade nur mit einigem Vorlauf aktiv werden, während der Deutsche Hanfverband innerhalb von 2 Stunden eine Pressemitteilung geschrieben hat, weil die nicht erst noch mit anderen Mitgliedern abgestimmt werden muss. Man muss keine Konsensentscheidungen erzwingen und darüber kann man mitunter auch mal ins Fettnäpfchen springen, aber in aller Regel deutlich schneller reagieren. Und Geschwindigkeit ist in der Politik ganz entscheidend. Es gibt immer irgendwelche Fristen und es gibt immer Leute, die versuchen, schneller zu sein als man selbst. Und gerade wenn es darum geht, die Presse mit Informationen zu versorgen, wird halt der gedruckt, der als erster die Informationen liefert. Ein zweiter großer Vorteil einer Firmenstruktur ist die soziale Absicherung der Beteiligten. Ich habe zum Beispiel 3 Jahre fast Vollzeit ehrenamtlich für die Hanfparade gearbeitet, hatte in der Zeit keine Krankenversicherung, hätte kein Arbeitslosengeld bekommen, gar nichts. Im Deutschen Hanfverband ist das anders, da bin ich Angestellter. Wenn ich mir morgen ein Bein breche, dann muss mich meine Firma trotzdem bezahlen, was mir die Möglichkeit gibt, dann halt alle anderen Tätigkeiten einzustellen. Wenn man über das drogenpolitische Engagement die Miete bezahlen kann, dann arbeitet sich's viel leichter. Ein großer Nachteil einer Firmenstruktur ist die große Abhängigkeit von den Kunden. Immer wieder wird es passieren, dass deine Geldgeber zu dir kommen und irgendwelche Sachen von dir gemacht haben möchten, die du politisch eigentlich gar nicht richtig findest. Die Kampagnen, die zur falschen Zeit kommen oder Inhalte, die zurzeit gar nicht gefragt sind. Und dann muss man immer wieder abwägen, welche Arbeit ist mir jetzt wichtiger, die von heute oder die von morgen. Weil wenn ich mir den Kunden vergraule, indem ich jetzt zum Beispiel nicht darüber berichte, dass irgendein Jugendamt einen Headshop zumachen möchte, dann kann ich vielleicht nächstes Jahr nicht mehr arbeiten. Wenn ich aber mich um die Belange des Kunden ausschließlich kümmere und meine Tagesarbeit vernachlässige, ist es immer möglich, dass man politisches Gewicht verliert und so in die Beliebigkeit abrutscht. Natürlich haben Firmen bezahlte Lobbyisten, die volle Breitseite schlechtes Image. Also wenn ich anderen Leuten erzähle, dass ich dafür bezahlt werde, eine bestimmte Meinung zu vertreten, dann zweifeln die in aller Regel an, dass diese Meinung tatsächlich auch meine ist. Und es ist sehr, sehr schwer zu vermitteln, dass man diese Struktur gewählt hat, um solche Vorteile wie soziale Absicherung zu genießen und dennoch die Meinung, die man vertritt, auch die eigene Meinung ist. Ja, weiß nicht, ich kann, obwohl ich in beiden Organisationsstrukturen schon viel Erfahrung habe, noch nicht abschließend sagen, welche von beiden Organisationsvarianten besser ist. Der Verein ist prinzipiell geeignet, mehr Leute zu beteiligen. Also Vereine mit 100 Mitgliedern sind keine Seltenheit in der Drogenpolitik, das ist schon eher. Aber darüber hinaus, es gibt auch Vereine, die haben hunderttausende Mitglieder. Es gibt aber keine Lobbyfirma, die auch nur annähernd diese Stärke erreicht. Das wäre auch gar nicht produktiv.
weil durch die strengeren Hierarchien dann mehr Entscheidungen von oben nach unten durchgereicht werden müssen. Und je größer dann die Bandbreite der Mitarbeiter ist, desto größer ist auch das Risiko, dass mal was missverstanden wird oder andere Ziele gesetzt werden und dass dann kein einheitliches Bild der Arbeit mehr ist. Die unterschiedliche Organisationsstruktur wirkt sich dann natürlich auch auf die unterschiedliche Herangehensweise an Drogenpolitik aus. Es gibt viele Vereine, die einen festen Terminkalender haben und dann Einzelereignisse abhalten. Zum Beispiel hat die Hanfparade halt einmal im Jahr eine Demonstration in Berlin veranstaltet und darüber hinaus nach außen kaum eine Wirkung entfaltet. Diese spektakulären Einzelereignisse haben die große Chance, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt relativ konzentriert mit viel Lobbymacht sozusagen agieren kann, relativ viel Presseberichte zeitgleich bekommt oder zum Beispiel die Leute können tagsüber lesen, was die Hanfparade möchte und dann abends in der Tagesschau sehen, wie viele Leute da waren und wie diese Forderungen vertreten worden sind. Die Politik von Vereinen findet in aller Regel im öffentlichen Raum statt. Also es gibt zwar auch die klassischen Vereine, die sich irgendwo in der Stube treffen und über das Dackelzüchten sprechen, aber in der Drogenpolitik gibt es quasi keine Vereine, die nicht in Diskotheken öffentlich sichtbar sind oder Demonstrationen veranstalten oder in der Fußgängerzone Flyer verteilen oder ähnliches. Drogenpolitik in Vereinen findet immer draußen statt. Die Drogenpolitik, die die Hanfparade gemacht hat und die Mehrheit der Vereine macht, ist in der Regel indirekte Drogenpolitik. Also ist dem Vereinen kaum möglich, direkt mit Politikern zu sprechen, weil das politische Gewicht von solchen Vereinen dafür nicht kontinuierlich stark genug ist. Wir können aber immer auch ein bisschen direkte Drogenpolitik machen, indem man zum Beispiel Politiker einlädt, die deine Meinung mitvertreten und sie in ihrer Meinung bestärkt. Zum Beispiel, klassisches Beispiel ist der Herr Hans-Christian Ströbele, der mittlerweile schon genauso stark auf die Hanfparade angewiesen ist wie die Hanfparade auf ihn, einfach weil die Demonstration ihm einen Rahmen bietet, seine drogenpolitische Überzeugung kundzutun, ohne dass er dafür Haue kriegt, was sicherlich in der Fraktion und im Bundestag anders aussieht. Die Hanfparade und viele andere Vereine sind durch die ehrenamtliche Freizeitarbeit gekennzeichnet. Und genau das ist auch das Problem. Es gibt halt kaum Vereine, die feste Bürozeiten haben, wo die Presse anrufen kann, wann es ihnen beliebt und sagen kann, hier, ich habe folgendes Problem, könnt ihr mir das mal recherchieren? Und man ist immer da, geht immer das Risiko ein, dass irgendjemand, der für den Verein wichtig ist, zum Beispiel ein Schatzmeister, dass dem was geschieht. Also die meisten in der Drogenpolitik tätigen Menschen sind ja selbst Konsumenten und Konsumenten sind in so einer verbotsorientierten Gesellschaft halt immer dem Risiko ausgesetzt, dass sie Kontakt mit der Justiz haben und für die Vereinsarbeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Der DHV dagegen will bewusst diese spektakulären Einzelereignisse meiden. Deshalb engagiert sich der Deutsche Hanfverband auch nicht über meine Person hinaus bei der Hanfparade, weil mein Chef der festen Überzeugung ist, dass es sinnvoller ist, so eine kontinuierliche Kleinarbeit zu leisten. Kleinarbeit heißt dann für uns, dass wir darüber mehr und mehr Bekanntheit erreichen. Wir haben den feste Bürozeiten. Zu diesen Zeiten kann uns jederzeit jemand anrufen und Fragen stellen. Das geht von, ich wurde gerade von der Polizei angehalten, die haben bei mir x Gramm Cannabis gefunden, muss ich jetzt Angst um meinen Führerschein haben, bis hin zu, guten Tag, hier ist der Spiegel, wir recherchieren gerade über Hanf als Textil, könnt ihr uns mal bitte sagen, wo wir Schulranzen aus Hanf kaufen können, solche Sachen. Dem Deutschen Hanfverband ist durch diese Kleinarbeit aber möglich, näher an die wirklichen Entscheider heranzurücken. Wenn man denen kontinuierlich immer wieder was zuarbeitet, dann wird es irgendwann zur Gewohnheit, dass der Deutsche Hanfverband Informationen liefert. Und dann ist das eine gute Möglichkeit, um diese Hinterzimmerpolitik mit zu beeinflussen. Vielfach ist ja die Struktur, die demokratischen Strukturen in Deutschland schlecht. Ja, vielfach ist die demokratische Struktur in Deutschland ja nicht davon gekennzeichnet, dass die Entscheidungen
tatsächlich im Parlament fallen, sondern es gibt Ausschüsse, Fraktionsberatung und Parteiberatung, und in denen wird bereits festgelegt, wie dann im Parlament entschieden wird. Und vereinen ist es sehr schwer möglich, in diese Ausschüsse hineinzukommen und da was vorzutun. In erster Linie deshalb, weil mehr Personen angesprochen werden müssen und es immer sehr schwer ist, einen zu bestimmen, der dann losgeht und dort die Informationen vermittelt. Beim Deutschen Nachgebracht haben wir es relativ kurzer Zeit geschafft, so einen Expertenstatus zu kriegen. Und als solcher Experte hat man es dann viel leichter in Ausschüsse zu bekommen. So hat zum Beispiel Georg Burr, mein Chef, ganz maßgeblich die Beratung in der Menge in Berlin mit beeinflusst. Einmal offiziell für alle sichtbar, indem er an der Ausschusssitzung teilgenommen hat, aber auch inoffiziell, indem wir halt den Parteien, die dann letztendlich entschieden haben, über die Parteikanäle und über diese dunklen Hinterzimmer Informationen haben zukommen lassen, Regelungsvorschläge unterbreitet haben, Lücken in der Argumentation zeigen können. Die Firma, der DHV, ist der Versuch, die Vereinsarbeit zu professionalisieren. Mit all den Vor- und Nachteilen. Lobbyarbeit als Beruf, so wie ich das jetzt betreibe, ist kein leichtes Geschäft, wenn man bei einem relativ kleinen Unternehmen ist. Das mag anders sein, wenn man bei einem Pharma-Riesen als Lobbyist angestellt ist, aber die meisten, die hier sitzen, sind ja nicht in Richtung Prohibition unterwegs, sondern in Richtung Liberalisierung des Druckrechts, und die haben in aller Regel damit zu kämpfen, dass sie auch überleben müssen. Also Hunger, Miete bezahlen, wie komme ich von A nach B, wie kann ich mir die 60 Euro organisieren, damit ich an der Veranstaltung nicht wieder teilnehmen kann. Diese Probleme bestehen dann beim DHV weniger. Mein Chef kann sagen, Steffen, nächstes Wochenende bist du in Antwerpen an der und der Veranstaltung, hier hast du das Geld für die Bahnfahrt. Das wäre im Verein so undenkbar, bis man da entschieden hat, wer delegiert wird und entschieden hat, von wo das Geld kommt, ist in der Regel das Ereignis, das man zu wollte, schon gelaufen. Dann ein großer Vorteil der Firmenstruktur ist auch dadurch, dass relativ wenige Leute aktiv sind, ist es möglich, dass man dann erwartbare Ansprechpartner bietet. Wenn jemand beim Deutschen Handwerker aufruft, gibt es genau zwei Personen, die ans Telefon gehen können. Und von jeder dieser Personen ist nach relativ kurzer Zeit klar, was hat er für Fachgebiete, wo weiß er nicht so gut Bescheid. Und die beiden Personen können auch sehr gut abschätzen, was kann ich besser, was kann der andere besser. Was dazu führt, dass Presseanfragen zu Handwerks, Rohstoff, Ressourcenpflanze standardmäßig schon an mich gehen, während Fragen, die eher die Finanzierung des Deutschen Handverbandes oder die finanziellen Auswirkungen einer Legalisierung betreffen, automatisch schon an Georg gerichtet werden. Weil viel leichter zu kommunizieren ist, wer kümmert sich um was. Beim Verein ist immer jeder irgendwie für alles verantwortlich und keiner so richtig für irgendwas. Das macht es halt schwierig. So unterschiedlich die Konzepte der beiden ähnlich sind die Mittel. Prinzipiell geht es dabei immer um zwei Sachen. Einmal Erhöhung des eigenen Bekanntheitsgrades und das andere ist Verbreitung der Informationen in der Mitte. Klassische Mittel zur Erhöhung des eigenen Bekanntheitsgrades sind so Giveaways, wie wir sind von allen anderen Unternehmen aufhängen, Kugelschreiber, Feuerzeug und so weiter. Es gibt ein paar hochpolitisch typischere Giveaways. Zum Beispiel habe ich euch so Filter hingelegt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt von Hans Parade und einer Organisation Gute Hilfe. Das ist halt für die Hanfszene ein sehr typisches Produkt, das außerhalb der Drogenpolitik und der Hanfszene quasi keinen Sinn machen würde. Also als der weltkleinste Notizblock ist es denkbar unsinnig, aber dadurch, dass viele Leute Joints rauchen, nehmen sie das dann immer wieder in die Hand. Und wenn immer wieder damit konfrontiert, es gibt eine Handparade und es gibt eine gute Hilfe-Netzwerk. Und da kann ich mich so anmerken, die Grüne Jugend hat eine Krisenzeile mal verteilt, da waren so Igel, zwei Igel drauf, die konnten mal als Daumenkino benutzen, es waren zwei kippende Igel. Also da war so ein Team drauf, ich weiß nicht, was Daumenkino ist, gell? Die werden so runtergehen und wenn man das als Daumenkino nutzt, haben die zwei Igel sich gebumst. Das dauert ungefähr so 5 Sekunden. Vielleicht kann man da zwei Hartpflanzen, die sich da einigen. Ein anderes Gefühl, das es hier im Außerhalb der Drogenszene nicht gibt, sind solche Plastiktüten.
Also die kriegt man vielleicht noch von Bauwerken oder sowas, aber Drogen, Verwahrungsbehälter sind ein ganz klassisches Bekanntheitsgrad-Erhöhungstool, das hohe politische Vereine haben. Weißt du, hast du zum Beispiel so ein Museumsdruck hier schon mal einstellt? Ja, nee. Also das muss nicht unbedingt Plastik sein, es können auch Metallbürsten sein oder Dinge, die an Überraschungseier erinnern, was auch immer. Es sollte halt möglichst einen Bezug zum Konsumenten haben. Aber bei Bekanntheitsgrad geht es in erster Linie um Konsumenten und die erreichen dann darüber, dass sie über deinen Verein sprechen, dann wieder andere Leute, die vielleicht nicht konsumieren. Natürlich kann man das auch ein bisschen größer und voller machen. Ganz beliebt sind zum Beispiel T-Shirts, die Leute als kostenlosen Werbeträger benutzen. So ein T-Shirt ist für relativ schmalen Taler produziert. Wenn man geschickt ist, kann man es auch noch verkaufen, vielleicht sogar noch ein bisschen Geld für den Verein generieren. Aber das wichtigste Ziel dieses T-Shirts ist nicht Geld zu generieren, sondern Leute laufen damit rum und machen darüber Werbung für meine Organisation. Ähnliches gilt für elektronische Medien, DVDs, Musik-CDs, Bilder-CDs, alles Mögliche. Insbesondere junge Leute sind darüber immer ganz glücklich. Das Optimum wäre hier, mit ein bisschen mehr Budget eine Art Computerspiel oder sowas zu generieren. Aber mir ist jetzt noch keine Organisation in Europa bekannt, die das Budget hätte, um sowas mal auf den Markt zu bringen. Das andere Ziel ist Informationsverbreitung. Das klassische Mittel zur Informationsverbreitung ist das Buchblatt. Das gibt es schon über 200 Jahre. Geht darum, durch massenhafte Verbreitung der Information den geringen Teil der Leute rauszufinden, die sich dafür interessieren und zu hoffen, dass die Information dann weitertragen. Das muss nicht immer, so wie zum Beispiel diese Kampagnenbeschreibung von Engloff im europäischen Legalisierungsnetzwerk, ein einfacher Flyer sein, also Vorder- und Rückseite gedruckt oder ähnliches. Das kann auch schnell mal eher eine Broschüre sein. Wir beim Deutschen Handverband haben zum Beispiel diese Broschüre über Hand als Rohstoff veröffentlicht und können darüber sehr viele Leute mit unseren Informationen versorgen. Wir könnten die Agenda später nochmal reinkommen, ich hatte jetzt leider nur ein Exemplar verwendet. Dann gibt es noch Szene-Medien, zum Beispiel das Handjournal. Die sind auch sehr gute Informationsmultiplikatoren, haben aber den großen Nachteil, dass sie fast nur Szene-Leute erreichen. Also keiner wird beim Friseur oder beim Arzt ein Handjournal im Wartezimmer finden und darin blättern. Die gibt es halt nur in den Headshops und den nächsten Sachen. Darüber kann man also nur Leute erreichen, die eigentlich schon informiert sind oder informiert sein sollten. Während eine Broschüre wie das zum Beispiel, kann man auch problemlos mal einen Politiker schicken. Das ist nicht so offensichtlich szene-typisch, dass man sagt, man ja außerhalb der Szene wird es nicht mehr verstanden, wie zum Beispiel Filter sitzt. Wenn ich die einen Politiker schicke, dann hat er keine Ahnung, was er damit soll. Bestenfalls weiß es einer in seinem Büro, aber der selbst wird überfordert sein. Aber einen Text zu lesen und neue Informationen gewinnen, das kapiert jeder. Das wichtigste Werkzeug heutzutage ist aber die Webseite. Die Webseite hat den großen Vorteil, dass man darüber für relativ niedrige Kosten, oft unter 100 Euro im Jahr, eine wahnsinnig große Menge an Leuten erreichen kann. Der große Nachteil ist, dass man sehr schlecht auswählen kann, wen man erreicht. Und auch sehr schlecht kontrollieren kann, wen man erreicht. Also ich habe keinen Einfluss darauf, jedem steht es frei, die Webseite zu besuchen. Und jedem steht es frei, die Informationen richtig oder falsch zu stehen. Die Möglichkeit, dann mit dem Informationskonsument direkt in Kontakt zu kommen, sind da sehr begrenzt. Dafür kann man aber 40.000 Leute im Monat über die Webseite erreichen. Und nach oben ist im Prinzip offen. Also es wäre auch denkbar, dass morgen 100.000 Leute die Webseite besuchen. Das merkt man der Seite nicht an. Deren gedruckte Erzeugnisse irgendwann alle sind und dann hat man keine Möglichkeit mehr, die weiter an den Mann zu bringen. Da muss man sagen, sorry, in einem halben Jahr kriegen wir vielleicht wieder die Kohle zusammen und neue Broschüren zu drucken, aber jetzt ist das meiste. Als Buchverleger muss ich sagen, man hat einfach Nachdruck. Aber eigentlich steht jetzt hier, um zu sagen, danke, ich meine, wir werden noch eine Minute hören uns gerne, aber um 17 Uhr ist der Mittel dran und ja, vielleicht ist da auch ein bisschen verlangt nach Frischluft zwischendurch.
Gut, dann mache ich kurz noch die Probleme, die ich im Moment sehe in der Drogenpolitik. Das wichtigste Problem ist, dass besonders die Drogenpolitik, die sich eher auf Legalisierung richtet, in der Gesellschaft kaum wahrgenommen wird. Die Reichweite einer deutschen Handverband-Kampagne im Vergleich zur Reichweite einer Teilmacht in Drogenkampagne ist nicht messbar gering. Das liegt in erster Linie daran, dass die Budgets auf der Prohibitionsseite ungleich höher sind. Beispielsweise ist der Deutsche Handverband mit 24.500 Euro im Jahr die finanzkräftigste Legalisierungsorganisation, die es in Deutschland gibt. Aber die Geilmacht der Drogenkampagne hat allein im letzten Jahr über 12 Millionen Euro ausgegeben. Wenn dieses Geld mal ein Jahr für die Legalisierung zur Verfügung stehen würde, dann würde es in Deutschland sicherlich ganz anders aussehen und Zeugs vom Himmel legen. Also, ja, ich weiß nicht, auch wenn die Probleme mit der Finanzierung bestehen und auch wenn Vereine immer wieder daran kranken, dass nicht so klar ist, wer was macht, ist doch ein ganz deutlicher Trend hin zu mehr Liberalisierung im Drogenrecht, was für mich bedeutet, dass wir alle einfach nur durchhalten müssen. Früher oder später wird die Legalisierung kommen. Wichtig dafür ist aber, dass wir das Problem bekämpfen und das ist schlechte Vernetzung. Mein bestes kann euch nur bitten, wenn ihr selbst aktiv seid, dann mal hierher zu kommen, dann kann ich eure Daten mit aufnehmen und euch in Zukunft mit Informationen versorgen. Das Einzige, was wir machen können, ist uns gegenseitig zu helfen. Ja, dann also vielen Dank, aber jetzt ist es von mir. Es gab auch mal eine Hanfpartei in Deutschland. Ja, die Hanfpartei. Die Hanfliga. Ja, wir müssen nicht weitergekommen. Kreuzberg. Ja, 14% oder so, ne? Ja, Kreuzberg. Nein, hier. Hier? Auch. Oh. Warum hat sich die eigentlich nicht gehalten? Ja. Parteien sind noch größere Vereine. Das ist dann noch mehr Problem, wenn die Vereine sowieso schon hat. Und dann braucht man auch noch ein Mindestmaß an Mitgliedern, um den Parteienstatus nicht zu verlieren. Und da ist das dann letztendlich gescheitert. Also eine Partei, die sich nur auf ein Thema beschränkt hat, auch kaum Chancen in demokratischen Strukturen irgendwie an die Macht zu kommen und Entscheidungen zu beeinflussen. Sogar die Grünen mussten das erklären und sind von der reinen Ökopartei zu einer ganz normalen, ich bearbeite alle gesellschaftlichen Probleme Organisation geworden. Ja, und schon in beiden Tagstellen in Nürnberg kann es ja auch machen, es ist ja ein bisschen gefallen, so dass da die Polizei arbeitet am Türsprengsel. Wenn wir das machen können, abschreiben, die haben da auch hinein, die Tür aufzudenken und die Leute haben wieder in den Boden zu testen. Das ist nicht so, dass das dann halt mehr oder weniger halt schon auf Unbewegung impliziert und dann sagt, die Regierung will gar nicht überreden, das soll nicht gar erkennen, wie gut Deutsche oder andere geworden sind. Wenn es dann irgendwo utopisch ist, ist wertvoll, halt, wenn man es und wer ist halt eins, was man wirklich in schafft, ist klar. Und das ist wirklich natürlich. Ja, das Problem der Prohibitionisten ist, dass sie kaum vernünftige Argumente haben. Die Prohibitionsgesetze sind aufgrund von Mutmaßungen entstanden und müssen immer materielle Mittel verteidigt werden, damit sie nicht wieder zusammenbrechen. Nicht umsonst spricht man vom Krieg gegen Drogen, das ist halt nicht. Auch eine Frage der Mittel. Und SEK-Einsätze im Zusammenhang mit Drogenkriminalität sind völlig normal. Was wäre undenkbar, wenn es um normale Sachen geht, wie Erpressung, Bestechung oder ähnliches? Wäre schön, wenn sich mehr Leute politisch engagieren, aber das ist in allen anderen Politikfeldern sehr ähnlich. Zum Glück ist es auch bei den Nazis so, dass sich nur ein Promille der Leute, die tatsächlich so denken, dann auch aktiv sein. Und in der Drogenpolitik ist es sehr nicht ähnlich im Boden. Von den 4 Millionen Kindern in Deutschland sind vielleicht 100 aktiv oder sowas. Alle anderen warten 18 Wochen, das ist von alleine besser. Ich muss aber langsam mal räumen. Wir können ja gerne unten noch ein bisschen quatschen.